rüber schwenken, links rüber, do. An vor der Kurve bereit machen, rechts reinlegen. Und da schleift der Schleifer. Und raus beschleunigen, links Kurve. Grüß Gott, ihr Spätzlesfresser. Wir schauen jetzt mal, was heute in den XL-Moto Backpack reinpasst. Und zwar sollte das alles reingehen. Ich denke, das wird kein Problem, weil wir genug Platz da drin haben. Also hauen wir mal einfach das. Das ist übrigens der Rucksack hier. Wunderschön, wie ich finde. Hier ein großes Fach, hier zwei kleine Fächer. Dann haben wir hier noch ein Laptopfach und dann schmeißen wir das einfach mal hier rein, ne? Zack, und schon ist drin. Ich sag's euch, so easy. So, dann brauchen wir noch das hier und das. Perfektes Fach dafür. Kann man hier noch zumachen, dass nichts rumfliegt. Dann die hier tun wir einfach mal so hier rein. Das kann man ja alles schön hier reinlegen. Da geht auch nichts kaputt. Ist ja weich gelagert. So, dann die GoPro-Sachen hier an die Seite. Das kriegt man hier oben rein. Die Sachen auch noch rein. So schnell packt man seinen Rucksack. Dann nur noch zumachen. So. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber wenn man den nachher auf hat, dann stört es kein bisschen, weil man den hier mit den zwei Clips zusammen machen kann. Da unten auch nochmal. Und dann stört es kein Zentimeter. Dann sieht man sich draußen wieder auf dem Bike. Dann zeige ich euch noch von außen. Dann bis gleich. Und schon sind wir auf dem Bike. Ich werde jetzt demnächst dann mal anhalten und euch den Rucksack zeigen. Also ich werde ganz ehrlich zu euch sein. Und auch sagen, was ich jetzt nicht so geil finde. Da gibt es natürlich auch was, aber das ist halt nur eine Kleinigkeit. Dann schon mal zu dem, was ich geil finde. Also erstens, wie er aussieht. Und zweitens einfach, wie praktisch der ist. Also gerade wenn man jetzt, hier sieht man das Freibad. Wenn man gerade mal ins Freibad fahren will und man jetzt nicht so viel einpackt, nimmt man einfach den Rucksack, knallt sein Badsache ein und geht ins Freibad. Also da muss ich schon sagen, da ist der echt perfekt dafür. Was noch geil ist, wie ihr schon gesehen habt, der ist hinten eigentlich komplett zu. Und das Fach zum Öffnen ist quasi direkt am Rücken dran. Das heißt, der kann nicht aufgehen, es kann nichts rausfliegen. Also von dem her echt absolut geil. Falls sich jemand fragt, wo ich denn gerade bin, also man sieht es ja. Also die Umgebung hier ist einfach richtig nice. Ich bin im Allgäu. Und an dem Punkt könnt ihr gerade mal, wenn euch der Backpack, der Rucksackform gefallen hat, könnt ihr gerne mal das Bild jetzt minimieren, also von Vollbild auf Normalbild. Und dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Das würde mich extrem freuen. Natürlich könnt ihr auch die Glocke abonnieren. Abonnieren. Ja genau, die Glocke abonnieren. Die Glocke aktivieren und nicht abonnieren. So, jetzt haben wir es. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr, was ich so hochlade. Normal lade ich schon regelmäßig was hoch. Allerdings hatte ich jetzt zur Zeit keine so wirklich gute Ideen oder auch keine Zeit wirklich. Und ich will jetzt nicht einfach irgendwas hochladen, dass ich was hochgeladen habe, sondern schon eigentlich nur was hochladen, wo euch eventuell auch interessiert. Standardauspuff Revbomb.
Geil! Filterboy, Filterboy, Filter, Filter. Ah, grün, scheiße! Ein Auto reicht, hat sie noch. Und den LKW nehmen wir auch noch mit. Wir bedanken uns ganz höflich. Und dann ist es alles kein Ding. Ah, jetzt juckt's mich an der Nase! Das Wichtigste im Leben ist einfach, freundlich zu sein. Genau. Filterboy, Filterboy, Filterboy. Filterboy, Filterboy, Filterboy. Die Ampel war aus, aber jetzt ist sie rot. Dankeschön. Ja. Ja, man sieht nichts, oder? Ja. Jetzt ist sie aus. Junge, Junge. Der hat gar nichts gesehen, ob die Ampel aus ist oder an. Vielen Dank schon mal an XL Moto. Und jetzt wollte ich noch schön mein bisheriges Resultat von dem Rucksack sagen. Also, er ist auf jeden Fall sehr robust. Aber was man sagen muss, also ich bin sicherlich nicht, also kein dicker Mensch. Aber was ich nicht ganz verstehe, die haben ein Bändel so lang gemacht und den anderen so kurz. Das heißt, du musst komplett um deinen Bauch rum, um das da festzumachen. Also ist schon möglich, weil das hier ist schon relativ lang. Also man kann das auch noch länger machen. Aber wenn man jetzt komplett angezogen ist mit Handschuhen, ist es echt schwer, hier so das kurze Ding da rumzuschnallen. Ich kann es auch kurz mal demonstrieren. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Bestimmt irgendwas, vielleicht, dass die Schnalle den Tank oder so nicht verkratzt, weil die dann eben hier an der Seite ist. Aber ihr seht jetzt schon, hier, so komme ich schon mal nicht hin. Aber so hatte ich ihn gerade an, das heißt, ich muss ein bisschen weitermachen. Dann kann man hier, das seht ihr jetzt nicht hier an der Seite, kann man die fester ziehen. Und was richtig geil ist, ist dieses kleine Teil. Weil wenn du das jetzt länger ziehst, dann machst du es einfach weiter hier hin, dann flattert da nichts rum. Das finde ich bei vielen Rucksäcken so nervend beim Fahren. Aber auf jeden Fall muss ich da jetzt mich kurz anstrengen. Sollen wir das hier reinkriegen? Ich weiß nicht, ob ich mich da nur dumm anstelle. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt ist drin. Jetzt kann man es hier noch einmal schauen, dass hier alles gut, nichts verdreht ist. Dann kann man das jetzt hier festziehen. Und schließlich das hier rum. Dann flattert da nichts rum. Dann einmal so, dass wieder alles gut aussieht. Perfekt. Dann hätten wir das mit dem Rucksack. Also vielen Dank nochmal an XL Moto. Ich hoffe, wir können da noch mehr zusammen machen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich fahre jetzt mal weiter, gell? Ich baller jetzt noch eine Runde. Brutal. In der Haus. Hey Leute, kennt ihr den brutalen Moment im Leben, wo man einfach mal ins Leben lebt und so geile Beat hört und denkt, boah, da wird jetzt brutal drüber flexen. Oh, Scheiße! Scheiße! Ich lebe mein Leben, so wie ich das mag. Ich kann das und ich mach das, denn ich bin ein Schwarz. Ich lebe mein Leben, wie ihr das mag. Ich kann das und ich mach das, denn ich bin ein Schwab. MC bin ihnen mir brutal wurscht. Ich komm auf Party und sag, was läuft. Das daheim ist eine super Sache für junge Leute.